Ich bin Peter Tövesti, einer der 6 Gründer der Enerkite und deswegen auch von Anfang an dabei als Mitarbeiter. Bin als Ingenieur hier tätig, mache den Maschinenbau. Wir entwickeln Flugwindkraftanlagen. Das sind Anlagen, die auf den Turm verzichten und mit gefesselten Flügeln Windenergie nutzbar machen. Und das ist ja eine sehr große Innovationshöhe. Das ist eigentlich eine kleine Revolution, die wir hier versuchen. Wichtig ist mir im Leben, Spuren zu hinterlassen, also irgendwas Sinnvolles gemacht zu haben. Das heißt nicht, dass ich dafür berühmt werden muss, aber dass ich mir am Lebensende sagen kann, okay, hast du nicht verdaddelt. Ich bin bei Enerkite, weil es eine ganz seltene Kombination ist von, es macht Sinn, was man macht. Das andere ist, es ist ein wunderbares Team, gerade weil uns dieser gemeinsame Anspruch eint, sind wir eben auch Typen, die ähnlich sind und wir kommen sehr, sehr gut miteinander klar. Im Moment erstelle ich die mechanische Konstruktion für die neue Bodenstation und jetzt wird die zweite, nächstgrößere Anlage gebaut als Prototyp und die wird dann auch der Prototyp für die Serie. Mit möglichst wenig Änderungen wollen wir dann in die ersten Kundenanwendungen gehen. Bisher waren wir hier in der TU Berlin in der Ackerstraße, ist ein ehrwürdiges Gebäude und wir waren auch sehr eng verwoben mit der TU Berlin. Und jetzt ist es halt eben so, dass wir sind quasi Flüge geworden, gehen jetzt nach Eberswalde in eine größere Halle. Hier ist es uns zu eng. Enerkite ist ein Startup, auch wenn es jetzt in die Jahre gekommen ist, aber es ist in dem Sinne ein Startup, dass wir nach wie vor Entwicklungsarbeit machen und nach wie vor in einer Funding-Phase sind. Wir nehmen Geld auf und wir haben noch kein Produkt, aber wir stehen kurz davor. Also wenn jetzt der momentane Wurf gut gelingt, der Prototyp tatsächlich ankommt und wir die ersten Kunden damit dann auch bestücken können in der ersten kleinen Serie, dann sehe ich kein Halten mehr. Dann werden wir nochmal 5 Jahre später, denke ich, ein sehr großes, sehr stabiles Unternehmen sein.